Herzlich willkommen. Hier ist eine weitere Folge hier in Grundthüringen 2. Ich werde jetzt auf Feldnummer 47 fahren und dort düngen lassen. Das ist das vorletzte Feld, was wir aktuell noch düngen müssen. Später muss hier nochmal das zweite Mal gedüngt werden, um weiteren Wachstum gekommen ist. Also zwar auf 42 und auf 47. Auf Feld Nummer 38 wird aktuell letztes Mal gedüngt. Da ist er gerade bei. Der Traktorfahrer, ne? Da drin. Ist ja mal so, mal so. Das ist ja im Grunde nicht technisch, ist ein Helfer. Kursplayfahrer. Wir werden mal hier auf Feld Nummer 47 einen Kurs rechnen. Mit zwei Forkwände. Ja, links herum, Überlappung. So. Ja, ist schon fertig. Sieht gut aus. Dann zurück und Abfahrer einstellen. Ich werde indessen mal die anderen Traktoren zurückholen. Das ist ja 38er Feld bei. 38er Feld, wird auf dem Feld Nummer 61, wo die Mission war. Wahrscheinlich, wo ich kein Geld gekriegt habe. Müsste ich mal einen Livestream mal nachschauen, aber ich glaube, ich habe da nichts bekommen. Weil ich über Nacht geschlafen habe, hätte ich vorher abrechnen müssen. Und wäre das vielleicht nicht passiert. Also das könnte ein Grund sein, dass ich da theoretisch deswegen nichts bekommen habe. Ist an sich ein Fehler. Aber gut. Ist halt so, ne? Können wir nicht ändern. Das wird uns nicht umbringen. Gut, die 150.000 hätte ich gerne gehabt. Ich habe zumindest die Ballen, die Ballen noch gerettet, Anführungszeichen, ne? Die habe ich nun ziemlich genau abgegeben, zum Schluss mit der Hand, starken Bauern, und dadurch habe ich zumindest einen guten Schwung Grasballen behalten, die es in zwei Tagen Silage werden, ne? Zu Silage werden, ja, genau werden. Und die werde ich dann entsprechend wahrscheinlich in der BGA verkaufen. So wie meine anderen 8 Ballen auch. Die Ballenpressen werden wir bald gebrauchen. Wir werden ja demnächst anfangen mit der Ernte. Er sieht schon reif aus, ist aber auch nicht reif. Wird aber im Prinzip zweiten, dritten Tag im Sommer reif werden. Wenn wir halt loslegen, ne? Darum werden wir jetzt gar nicht groß die Ballpresse hat so im Prinzip keinen Schaden. Was wir denn machen werden, oder ich, wie ist gut, ich werde nachher die Tiere versorgen mit Futter und Stroh. Dann fahren wir hier so rein, da passt hin. Das wollen wir den anderen auch noch holen. Natürlich nicht so schön, wenn man kein Geld kriegt, ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt Schnee von gestern. Also die Grasreste müsste eigentlich normalerweise dann komplett weg sein, ne? Denn so sauber hat er ja nicht gesammelt, ne? Und da scheint nur noch rumzuliegen. Muss man noch nachschauen. Vielleicht habe ich übersehen, ne?
So, fangen wir oben an. Das war ja ziemlich groß, die Summe. Aber ist nicht da. Feld 61 ist nicht da. Also abgeschlossen habe ich es nicht, das wüsste ich schon. Wüsste ich schon genau. Da fahren wir lang. Denn wenn es abgeschlossen wäre, dann würde hier kein Gras mehr rumliegen. Dann wäre das weg. Und das wäre alles gemäht. Gut, kann man nicht ändern. Ist halt so, ne? Ich bin jetzt zu schnell. Ich werde jetzt die Tiere versorgen mit Silage. Quatsch. Ja, Mischfutter. Auch Silage enthalten ist, ne? Und mit Wasser. Und dann wollen wir noch Stroh geben. Begrüßt mal den unseren neuen Abonnenten. Seit gestern, seit Freitag, freut mich. So schön, dass jemand zu mir geführt hat. Ich wünsche ihm viel Spaß auch in Zukunft. Natürlich, wenn er Wünsche hat, Anregungen hat, immer reinschreiben in Kommentare. An sich versuche ich alles zu machen, was möglich ist. So, den stellen wir auch hier mal rein. Wir brauchen den so oder so für Stroh nachher. Obwohl Stroh, ja doch, das werde ich zumindest im globalen Markt verkaufen. Aber eine Möglichkeit werde ich natürlich nicht verkaufen, sondern behalten und dann entsprechend wieder rausnehmen aus dem Markt. Wie gesagt, ich muss jetzt in den nächsten Tagen darum kümmern, dass eigenen Server funktioniert. Und dann ist es zumindest auf der Marsch auch nutzbar, ne? Und da brauche ich es ja auch für Strohpellets, ne? Das bietet sich an, ne? Das ist gerade Winter, das ist kalt, also muss ich da mal sehen, dass ich da zum Morgen Sonntag schon mal versuche. Sollte nicht ganz so schwer sein. Ich muss nur die Adresse mir aufschreiben oder fotografieren, ne? oder eine Aufzeichnung machen, dass wir wissen, dass es die Adresse so oder so ist, ne? Also nicht anders. Mein Ton muss leider leiser machen. Wahrscheinlich ist aber ein Echo zu hören im Mikrofon. Obwohl das Mikrofon quietscht. Den zwei Seiten hat vorne einen Ton, ja, rein spricht und hinten wohl im Prinzip kein Empfang ist, aber das ist aber allgemein sehr empfindlich. Könnte jetzt ein bisschen zu laut sein, ich muss ein bisschen mal runterdrehen. So, auf minus 2,5. Ich soll aber reden. Normal reden, ne, und nicht zu laut werden, so dass ich in den roten Bereich gehe. Schon wieder so Mist hier. Was machen die nur hier? Wollen wir einen alten Stall wieder haben, der war sauber. Nur weil ich Mist haben wollte im Hof 3 Stelle. Der Kell war ich auch mal hier bekommen.
Junge, Kühe legen sich ins Zeug, sag ich dir. Eine ganz fruchtbare Sorte habe ich hier. Da muss ich auch wieder irgendwann mal umplanen. Obwohl, ich werde mal hier das komplett bei Gelegenheit schon mal anfangen mit, dass auch die großen Kühe im großen Stall reinkommen. Weil erstens der Stall größer, passen mehr rein. Zweitens, wenn ich umziehe, desto besser die Tiere sind in einem Stall und nicht in drei oder vier. So muss ich nicht alle Tiere separat irgendwie suchen und rausholen. Sondern auch schauen, wie das heißt. Weil ich im Englischen nicht so. Wieso? Ich kann es überhaupt nicht. Aber irgendwie muss man raten, dass was mit Kühen irgendwas, ne? Irgendwas in der Richtung. Ja, mal schauen. Wenn es nicht gehen sollte, ja gut, dann muss ich mir halt auf Kälber mal verzichten, ne? Ist halt so. Aber irgendwie schon hinkriegen. Globaler Markt kann es ja nicht verkaufen, ne? Das wäre eine Option, ne? Wenn es gehen würde. Richtung Marsch und dann zurück. Tiertransport, ne? Von der Mitte Deutschlands nach Norden. So. Da sind wir. Der nächste Futterkandidat hier. Oh, einer ist fertig. Wer? Wer ist nicht jetzt fertig? Der ist fertig? Glaub doch nicht. Ja. Ja, du bist nicht fertig, ne? Aber ich habe einen verkehrten Punkt losgeschickt. Mal ganz kurz gucken. Muss oben. Ja. Gerade ja gestartet und ohne zu speichern. Und dann hatte ich meinen alten Kurs genommen, den ich mal gespeichert hatte, weil im Prinzip das reicht ja aus normalerweise. Jetzt stelle ich aber fest, dass er hier in den Feldreihen beginnt. Und somit war er schon in der letzten Runde. Und jetzt mache ich in den Feldreihen das fertig. So. Das macht er nur noch machen, ne? Wir können aber anders starten, wir brauchen ja nicht fahren. Ersten Wegpunkt und dann geht er da oben. Ja. Ich will zwar heute nicht viel werden, aber gut. Morgen auch noch einen Tag, ne? Wir müssen fahren. Ach hier, Kühe. Das war schon gewesen. Ich habe zu viel Fahrzeuge. Der ist voll. Quatsch. Schon, das war sein Freude gewesen sein. Das ist schon zu spät. Kann ich nicht mehr konzentrieren. Dann sagen wir Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.